inspiriert auf Ballblazer, was es auf, damals auf Matar war. Wir haben Tonstück. Wuhu! Micha, drehst du die Musik ein bisschen runter? Moment, ich muss gucken. Warte. Es gibt auch ein bisschen Lademusik. So, jetzt darfst du nochmal. Also ja, Ballblazer halt. Auf Atari XL oder sowas, 800, irgendwie so ein Ding. Die Musik ist allerdings eine Neukomposition, so ein bisschen mit jazzigen Spielrichtungen, was eigentlich nicht so mein Ding war damals. Aber ich habe mal was probiert. Das hat dann so Smooth Jazz-mäßig. Genau. Das war ja sozusagen eine erweiterte Version, weil auf allen anderen Systemen wie C64 und so gab es ja nur das Ballblazer, aber hier gibt es ja noch mehr, hier gibt es ja noch einen Duel-Modus und einen Rennmodus, der noch mit eingebaut wurde. Das heißt, Factor 5 hatte hier ein bisschen mehr Spielraum. Aber was mich mal interessieren würde, jetzt folgt ja so eine Sequenz, die so ein bisschen an das Für und Fractalus erinnert. Wie kam es denn dazu? Weil das hat ja eigentlich gar nicht mit dem Spiel zu tun. Ich habe wirklich keine Ahnung, aber die Factor 5 Jungs, die das programmiert haben, sind halt große Fans von diesen ganzen frühen LucasArts-Titeln. Und wahrscheinlich deswegen wollten sie das drin haben, weil sie das cool fanden. Was ja sehr schade ist, weil das Spiel ist ja offiziell nie auf dem Amiga erschienen. Rescue of Fractalus gibt es auf dem Amiga leider nicht. Dafür aber halt diese Sequenz, die so ein bisschen daran erinnert. Boris Schneider hat übrigens auch eine Rolle gespielt in diesem Spiel, den sehen wir gleich. In den Credits, der hat das Spiel sozusagen lokalisiert. Hat sich um die Lokalisierung gekümmert. Seid ihr eng mit denen? Habt ihr eng zueinander in Kontakt gestanden? Ja, schon ein bisschen. Und Boris kenne ich auch immer noch gut. Der hat ja auch für Monkey Island die Übersetzung gemacht. Ja. Wie lange hast du für das Musikstück gebraucht hier? Wenn ich mich richtig erinnere, um die 2 Wochen. Das Schwierige daran war jetzt erstmal, dass es halt was Jazziges war, was nicht so mein Ding war, aber dann auch da ist eine Sequenz drin, wo das auch algorithmisch komponiert wird, während es abläuft. Also das ist so eine Art Zufallsmelodie drin, die aber sich nach einer musikalischen Richtung ordnet. Gab es da Vorgaben von LucasArts, wie ihr die Musik zu designen habt oder hattest du wirklich freien Spielraum? Nee, also ich habe mir auf jeden Fall den hier über Playback wieder angeguckt, weil die hatten auch sowas drin halt. Und habe dann meine eigene Gespräche dafür. Ja, sehr schönes Stück. Die Umsetzung im Spiel, die ja im Prinzip schon eine erweiterte, also fast eine 1:1 Umsetzung von dem Spiel ist, von dem Atari Original, die hast du auch gemacht. Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das war wirklich nur eine Umsetzung. Okay. Ja, Chris, dann erstmal vielen Dank. Dann würde ich jetzt bitte 4 Spieler bitten, hier auf die Bühne zu kommen. Wir brauchen